Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 7.10 gegenseitige Lage von Ebenen. Und bevor wir jetzt hier überhaupt irgendwas aufschreiben oder euch irgendwas erzählen, überlegt ihr euch mal ganz kurz, welche Lage können zwei Ebenen eigentlich zueinander haben? Vielleicht macht auf dem Schmierblatt mal ein paar Skizzen dazu und dann schauen wir uns das gemeinsam an in 3, 2, 1. So, wie ihr seht, wir haben hier zwei Möglichkeiten eingetragen. Die erste ist, die Ebenen sind zueinander parallel. Der Spezialfall ist, die paar Ebenen können identisch sein, also E1 gleich E2, dann sind sie aber auch parallel und identisch. Oder der dritte Fall, sie schneiden sich, dann gibt es eine Schnittgerade. Jetzt zeichnet mal bei allen Ebenen, die wir hier eingezeichnet haben, den normalen Vektor ein und überlegt mal, wie der zueinander stehen muss. Lösung gibt es wie immer in 3, 2, 1. So, schauen wir uns erst die linke Seite an. Wir haben zwei mögliche normalen Vektoren eingezeichnet. Wenn wir uns die anschauen, das ist relativ deutlich, die sind parallel zueinander. Das heißt, daraus folgt, dass der eine Vektor grundsätzlich als Vielfaches des anderen dargestellt werden kann. Und daraus folgt dann eben, E1 und E2 sind parallel. Wir haben uns das identisch noch ergänzt, das ist hier nicht zu erkennen, aber warum sollten wir das grundsätzlich mit dazu schreiben? Weil natürlich Ebenen, die identisch sind, auch natürlich als parallel angesehen werden können. Gut, also bei einem richtigen Beispiel mit zwei Gleichungen könnt ihr natürlich definitiv entscheiden, ist es parallel oder ist es identisch. Nur hier sozusagen in dieser allgemeinen Bedingung könnten wir nur die beiden als mögliche Fälle angeben. Wie wir das machen, zeigen wir euch nachher noch ein Beispiel. Aber auf jeden Fall gibt es noch eine andere Möglichkeit. Gehen wir hier drüben hin. Wir haben auch hier normalen Vektoren eingezeichnet. Gerade der hier bei so einer schrägen ist ein bisschen tricky zum Einzeichnen. Tipp für euch aber, ihn einfach nach Gefühl einzeichnen und dann das Symbol dafür, dass er orthogonal zur Ebene steht, dann ist das Ganze okay. Denn Herr Thein hat es auch genau so gemacht. Kein bisschen anders. So, wie schaut es hier denn aus mit dem Verhältnis der Vektoren zueinander? Die normalen Vektoren, sieht man ganz klar, sind einfach nicht parallel zueinander. Und dann folgt natürlich, dass die Ebenen sich schneiden, was wir auch schon gesehen haben. Es gibt auf jeden Fall noch einen Spezialfall, nämlich wenn die Ebene E1 senkrecht steht auf der Ebene E2. Was da haben wir jetzt keine Skizze für, aber wir können uns einfach vorstellen, wir würden diesen Teil noch ein Stückchen im Uhrzeigersinn hochklappen, dass die wirklich senkrecht, so kreuzförmig aufeinander stehen. Na gut, dann wären die Ebenen senkrecht zueinander. Dann wären auch diese beiden normalen Vektoren senkrecht. Jetzt erinnern wir uns, wenn zwei Vektoren senkrecht zueinander sind, was gilt dann? Ich lese es ab. Das Skalarprodukt ist 0. Genau. Wichtig ist, alles, alle drei Sachen gelten auch in die anderen Richtung. Wir machen das hier mal vor. Wenn das Skalarprodukt von den einzelnen zwei 0 ist, dann sind natürlich auch die Vektoren orthogonal zueinander. Und dann sind natürlich auch die Ebenen senkrecht zueinander. Und es gilt genauso, wenn E1 und E2 sich schneiden, dann folgt, dass die normalen Vektoren nicht parallel zueinander sind. Drüben auch, wenn E1 und E2 parallel sind oder identisch, folgt daraus, dass N1 ein Vielfaches ist von N2. Und wenn das so ist, folgt daraus, dass N1 parallel zu N2 ist. Stimmt doch, Herr Thein, oder? Genau. So, jetzt ist es leider so, das ist zwar ganz schön mit den normalen Vektoren, und vor allem, wenn wir zwei Ebenen in Koordinatengleichung vorliegen haben, können wir die super ablesen und sofort Aussagen machen. Über was ist es aber noch gar keine Aussage liefert? Wenn sie sich schneiden, nämlich wo schneiden sie sich? Diesen rot gekennzeichneten Bereich. Man sieht schon, das wird irgendwie eine Gerade sein. Aber wie man von so einer Bedingung hier auf eine Gerade kommt, das ist momentan nicht klar. Und darum wird es uns in den kommenden Aufgaben gehen. Da werdet ihr sehen, wie könnt ihr sogenannte Schnittgeraden bestimmen. Jetzt aber zu einer kurzen Regel. Also, wir können uns merken, bei Ebenen gibt es drei Fälle. Also zwei verschiedene Ebenen sind entweder zueinander parallel, identisch, oder sie haben eine gemeinsame Schnittgerade. Und wie man jetzt diese drei Fälle bestimmen kann, wenn man die Ebenengleichung gegeben hat, das sehen wir jetzt in dem Beispiel. So, Aufgabe 1. Schneiden sich die Ebenen E1 und E2, die eine ist in Koordinatenform gegeben, die andere ist in Parameterform gegeben. Und falls sie sich schneiden, bestimme die Schnittgerade. So, obwohl das etwas Neues ist, könnt ihr das schon. Und zwar funktioniert das auf dieselbe Art und Weise wie die Frage, schneidet eine Gerade eine Ebene? Was haben wir denn da nochmal gemacht? Ja, da haben wir ganz einfach die Gerade in
die Ebene eingesetzt. Nämlich die Parameterdarstellung, und zwar jede einzelne Zeile. Diese Zeile steht für x1, diese für x2, diese für x3 und das hier drüben eingesetzt. Macht es mal, vereinfacht es so weit wie möglich. Wir schauen uns an, was rauskommt und was es für Folgen hat. In 3, 2, 1. So, von der Ebene E2 haben wir die einzelnen Koordinaten. x1 ist 8 minus 4r plus 5s und x2 und x3 haben wir auch. Diese drei setzen wir einfach in E1 ein. Das heißt, hier steht da x1 minus x2 plus 3, x3 ist 12. Also 8 minus 4r plus 5s, das ist x1, minus r, das ist x2, plus 3 mal das x3, also 3 mal 2 plus r minus s ist 12. Das Ganze wird vereinfacht, könnt ihr hier genau sehen, über mehrere Schritte. Dann lösen wir nach einer Variable auf, ist egal ob nach s oder nach r. Wir haben jetzt nach s aufgelöst und steht da, s ist r minus 1. Ja, und jetzt? Naja, das Ganze bringt uns nicht mehr als einen Zusammenhang zwischen s und r. Aber hier oben in der Parameterdarstellung der Ebene kommt ja r und s vor. Und wir können jetzt ja s ausdrücken mit r, sodass s aus der Gleichung komplett rausfliegt. Mach das mal, setz das hier mal ein für s. Versucht das Ganze zu vereinfachen, dass nicht zweimal ein Vektor dran steht, vor dem S steht, sondern nur einer. Schaut an, was dabei rauskommt und überlegt euch kurz, was hat das jetzt für eine Bedeutung. Wir zeigen es euch auch in 3, 2, 1. So, nichts anderes gemacht als eingesetzt. Anstatt S steht hier jetzt R minus 1. Das Ganze dann multipliziert hiermit. Jetzt haben wir zwei Vektoren mit R und wir haben zwei Vektoren, die keinen Vorfaktor haben. Die beiden sind zusammengefasst zu 3, 0, 3. Die beiden mit R kann man zusammenfassen zu 1, 1, 0, minus 4 plus 5 ist 1, 1, 1 minus 1 ist 0. So, und jetzt schauen wir uns an, was wir hier haben. Wir haben einen Stützvektor und einen Richtungsvektor. Das ist keine Ebene mehr, das ist eine Schnittgerade. Ja, aber jetzt kommt hier automatisch irgendwie eine Schnittgerade raus. Das heißt, die Ebenen schneiden sich. Was kommt denn raus, wenn die Ebenen parallel sind oder identisch? Gut, das heißt, dann muss ich irgendwas an dem Ergebnis hier ändern. Denn sobald wir hier einen Zusammenhang zwischen S und R bekommen, werden wir immer durch das Einsetzen eine Schnittgerade bekommen. Manchmal halt mit dem R, manchmal mit dem S, aber es gibt eine Schnittgerade. Das heißt, irgendwas anderes muss hier unten rauskommen, damit sie identisch sind oder parallel. Und was das sein wird, das sehen wir in den nächsten Beispielen. Yeah. So, Aufgabe 2. Schneiden sich die Ebene E1 in Parameterdarstellung und E2 in Parameterdarstellung. So, wir wollen die Aufgabe 2 jetzt auch mal genauso lösen wie die Aufgabe 1. Wir erinnern uns, Aufgabe 1 hatten wir eine Ebene in Koordinatendarstellung, die andere in Parameterdarstellung. Ist aber gar kein Problem, denn die erste Ebene, die können wir ja umformen, das können wir ja, und können sie in Koordinatendarstellung darstellen. Wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, wie das geht, schaut mal nach. Wir haben es aber schon wirklich einige Male gemacht. Wir machen es so, wir zeigen euch jetzt erst kurz, wie die als Koordinatendarstellung aussieht und dann geht es mit dem Rest weiter. Also, Koordinatendarstellung in 3, 2, 1. So, also fangen wir mal an. Hier ist mein normaler Vektor und 1 ist 0, 0, 1. Ja, wie, was? Kein Skalar, kein Kreuzprodukt, um das zu berechnen? Nee, denn ich war clever. Man sieht ja, der eine Spannvektor hier, der zeigt in x1 Richtung. Der andere Spannvektor zeigt in x2 Richtung. Und das heißt, diese Ebene ist auf jeden Fall eine Parallele zur x1, x2 Ebene. Das heißt, der normale Vektor muss ganz klar nach oben in x3 Richtung zeigen. Deswegen ist ja ganz klar, der normale Vektor ist 0, 0, 1. Wow, sind Sie clever. Bin ich auch. Und dann kann man direkt sehen, die Ebene E1, Doppelpunkt, ist dann x3 ist gleich irgendwas. Wie berechnet man das nochmal? Dann machen wir einfach das Skalarprodukt aus dem Stützvektor und dem normalen Vektor. Also 1, 1, 1 mal 0, 0, 1 gibt 1. Gut, das ist jetzt eine recht einfache Ebene in Koordinatendarstellung, aber das Verfahren ändert sich nicht. Dasselbe Verfahren wie in Aufgabe 1. Wenn ihr euch nicht sicher seid, guckt es nochmal an. Wir setzen E2 in E1 ein. Probiert's mal. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, ihr seht, es ist gar nicht viel dazugekommen. Ich habe E2 in E1 eingesetzt. Gucken wir nochmal. Hier von E1 brauchen wir nur die x3-Koordinate. Die x3-Koordinate bei E2 ist 3 plus 0u plus 0v, also einfach 3. Ganz einfach, dann steht da 3 ist 1. 3 ist 1? Nee, 3 ist nicht 1. Ein Widerspruch. Das heißt, E1 und E2 müssen parallel sein. Gut, warum muss das heißen? Naja, schauen wir uns mal an. Da steht E2 in E1.
Das heißt also der Fall, welcher Teil von E2 liegt in E1. Und wenn wir das machen, kommt raus, 3 ist 1. Das heißt also, E2 kann nicht in 1 liegen. Nicht mal ein kleiner Teil von E2 kann in 1 liegen. Also können sie nur parallel sein. Das Ganze hier ist Beispiel Nummer 2 von Seite 266. Und wenn ihr euch mal anschaut, was dort gemacht wurde, werdet ihr erkennen, dass die ein bisschen ein anderes Verfahren wählen. Und zwar gehen die direkt über die beiden Parameterdarstellungen. Das ist auch möglich. Wir haben uns aber überlegt, wir wollen euch ein Verfahren zeigen, nämlich dieses hier, das grundsätzlich immer funktioniert. Dieses Verfahren, was wir euch an Aufgabe 1 gezeigt haben, kommt auch im Buch vor. Und zwar dort in Beispiel 4. Das entspricht unserer Aufgabe 1. Und anhand eines weiteren Beispiels zeigen wir euch, dass dieses Verfahren grundsätzlich immer funktioniert. Aufgabe 3. Schneiden sich die Ebenen E1 und E2. Bestimme gegebenenfalls die Schnittgerade. Hier ist es jetzt so, beide Ebenen in Koordinatengleichung. Wir machen aber wieder genau das gleiche wie in Aufgabe 1 und Aufgabe 2. Das spricht, wir müssen eine von beiden in die Parametergleichung umwandeln. Und ich würde mal sagen, wir nehmen die vordere mit den etwas einfacheren Werten. Ihr wandelt jetzt mal in der Parametergleichung um. Dann schauen wir uns das nochmal kurz zusammen an. Und dann starten wir mit dem eigentlichen Vergleich der Ebenen. Also ein kleiner Tipp dafür. Ihr braucht dafür 3 Punkte. Nehmt die 3 Spurpunkte, dann macht es euch einfacher. Lösung gibt es in 3, 2, 1, 0. So, wir haben die 3 Spurpunkte aufgeschrieben. Wem das nicht mehr klar ist, wie es geht, könnt ihr nachschauen. Mit Hilfe der 3 Spurpunkte den ersten als Stützvektor genommen, die anderen beiden benutzt, um 2 Spannvektoren zu bestimmen. Jetzt haben wir E1 in Parameterdarstellung. Und jetzt könnt ihr genau das gleiche machen wie zuvor. Ihr nehmt die Ebene E1 dieses Mal in Parameterdarstellung und setzt die in die Ebene E2 ein. Was dabei rauskommt, gibt es in 3, 2, 1. So, es wurde eingesetzt. Am Anfang können wir vielleicht meinen, oje, oje, das wird richtig kompliziert. Aber wie wir dann in der zweiten und dritten Zeile sehen, da fliegt so ziemlich alles raus und es kommt raus 40 gleich 40. Kein R mehr, kein S mehr und eine wahre Aussage. Was bedeutet das denn jetzt für diese Frage, liegt E1 in E2? Naja, das heißt ja erstmal, für jedes R und für jedes S, egal welches, ist diese Aussage gültig. Also für zum Beispiel R gleich 1 und S gleich 1 ist diese Aussage richtig. Das heißt, für jedes R, für jedes S liegt E1 komplett in E2. Das heißt, jeder Punkt aus E1 ist gleichzeitig auch ein Punkt in E2. Richtig, das heißt, E1 und E2 sind identisch. Genau. So, wir hatten jetzt in Aufgabe 1, 2 und 3 3 verschiedene Fälle. Im ersten hatten wir eine Schnittgerade. Beim zweiten waren die Ebenen parallel und beim dritten waren die Ebenen identisch. Und ihr habt gesehen, alle 3 Fälle haben sich mit demselben Verfahren lösen lassen. Und zwar hatten wir immer eine Koordinatengleichung oder und eine Parametergleichung. Wenn die nicht da waren, haben wir sie eben erstmal erstellt. Richtig, das kriegen wir immer hin. Und diese Standardmethode könnt ihr auch immer nehmen, funktioniert hervorragend. Wir wollen uns aber nochmal an das vom Anfang erinnern. Am Anfang haben wir ja gesagt, wir können auch, wenn wir die normalen Vektoren haben, auch direkt eine Aussage machen, wie die Ebenen liegen. Und hier bei Aufgabe 3, naja, da haben wir die Ebenen ja schon in Koordinatendarstellung, da lässt sich ja der normale Vektor ganz leicht ablesen. Da können wir ja hier eigentlich das auch mal probieren, es über die normalen Vektoren zu machen. Genau, schreibt mal für beide Koordinatengleichungen den normalen Vektor einfach mal direkt drüber hin, nehmt vielleicht eine andere Farbe dafür und überlegt euch schon mal, erkennt ihr vielleicht schon an den beiden normalen Vektoren etwas über die Lage der Ebenen. Wir schauen uns noch zusammen an in 3, 2, 1. So, Herr Theiner hat die normalen Vektor schon hingeschrieben. Einmal 2, minus 4, 1. Bei meiner 10, minus 20, 5. Und euch, genauso wie mir, hat Theiner sicher was aufgefallen, oder? Ja, wir können einfach ein 1 nehmen und mal 5. 5 mal 2 sind 10. 5 mal minus 4 sind minus 20. 5 mal 1 sind 5. Ja gut, das bedeutet, die beiden normalen Vektoren sind Vielfache voneinander. Wir erinnern uns, wenn Vektoren Vielfache voneinander sind, sind sie parallel. Wenn die Vektoren parallel sind, sind die Ebenen parallel. Jetzt haben wir rausgekriegt, identisch. Wir erinnern uns aber vorhin, wir haben schon gesagt, dieses Kriterium kann nicht unterscheiden zwischen parallel und identisch. Es kann auch sein, eins von den beiden. Dann müssten wir natürlich jetzt noch weitergehen und einen Punkt der einen Ebene nehmen und die andere einsetzen und schauen, sind sie nun wirklich parallel oder sogar identisch. Ist aber auch hier recht einfach zu machen. Wir können es ganz schnell sehen. Wir haben ja S1 zum Beispiel bestimmt, 400. Tanz halt gerade drauf. Wir probieren es mal in E2 einzusetzen. Sehen wir, kommt raus 40 auf der linken Seite und auf der rechten bleibt 40 stehen. 40 gleich 40, das heißt S1 liegt in E2 und wenn ein Punkt der Ebene E1 in E2 liegt, dann wissen wir, die Ebenen müssen identisch sein, weil bei parallel ist ja gar kein Punkt.
Gut, also das als zusätzliches Verfahren. Wie gesagt, geht aber jetzt nur, wenn man zwei Koordinatengleichungen hat und auch nur in manchen Fällen. Aber für euch, wer vielleicht einen geschickten Blick hat, kann da ein bisschen Zeit sparen. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.